Hallo und herzlich willkommen wieder zurück, meine lieben Be Ready for the Game-Freunde. Hoffe, euch geht es gut, mir geht es wunderbar. Vielen, vielen Dank dafür, lieber Gott. Und wie immer natürlich, meine lieben Freunde, starten mit Undisputed Early Access Game PC. Gibt es leider nur auf PC, jetzt aktuell Early Access. Ja, wir kämpfen und fighten mal weiter. Letztes Video kam mit Ricky Hatton. Der Hitman, wo der Gegner, wenn mich nicht alles täuscht, in der dritten Runde aufgegeben hat, weil wir den zermöbelt haben. Wir gehen mal weiter und vielleicht mal, ja, vielleicht mal etwas, wo wir noch gar nicht genommen haben. Ein Boxer-Puncher, das ist so schwierig, mit sowas dann zu kämpfen. Schweben wie ein Schmetterling, wenn du dich in Locker bewegst. Wir fighten mal mit Ryan Rhodes oder Rhodes Spice Boy oder Spice Boy. Boy, keine Ahnung, wie man den ausspricht, meine lieben Freunde, ist ein Linkshänder. Hat eine Reichweite von 1,80, kommt aus dem Vereinigten Königreich, Heimatstadt Sheffield, meine lieben Freunde. Weltergewicht, entschuldigt mal die Versprecher. Und mit dem habe ich gar nicht gefightet. Es sagt mir aber auch nichts, meine lieben Freunde, wer der ganz genau dann ist. Müsste ich mir mal ein bisschen vertraut machen und schlau machen. Ja, meine lieben Freunde, wie geht es euch? Na klar, nochmal die Frage, wie immer, das kann man gar nicht genug dann fragen, wie es euch dann geht, euren Familien, Kinder. Ich hoffe, dass da alle gut ist und weil Gesundheit, wie immer, ich das immer wieder in jedem Video verzeihe, das Wichtigste ist, alles andere kommt nach der Reihe dann weiter. Meine lieben Freunde, dauert, bis wir Gegner ein bisschen gefunden dann haben, sobald wir dann Gegner dann finden, beziehungsweise sobald ich einen Gegner dann finde, melde ich mich gleich. Bis gleich. Welcome back, meine lieben Box-Freunde. Wir haben hier einen Gegner. Und welches Saul Alvarez? Level 5 gegen Ryan Rhodes. Level 40. Der hat ja Online-Ranked-Spiel 2 Siege, 2 Niederlagen. Wir haben noch leider noch keins gespielt, weil wir aktuell, solange sich das Spiel noch in Early Access befindet, werden wir das nicht spielen. Es gibt ja auch natürlich Gründe dafür. Unter anderem sind da Cheater, viele Cheater und Glitches und so weiter, die mich einfach stören da drin. Ich möchte einen fehlerfreien Spieler haben, wenn ich online spiele. Natürlich gibt es ja überall im Hin und Her kleine Fehler, aber Cheater oder sowas kann ich nicht akzeptieren, werde ich auch in Zukunft nicht. Und natürlich vor allem meine lieben Freunde, dadurch, dass es die Entwickler haben ja gesagt, dadurch, dass es ein Early Access Spiel ist, kann sein, dass sie nach einer Weile die kompletten Levels und all das, was du erreicht hast, wieder auf Null setzen. Sprich, von daher lohnt sich das Ganze nicht zu spielen. Also, man kann es ja mal nur testen. Das finde ich ja sehr Early Access, das Spiel. Man kann es ja testen und es nicht ehrlich gesagt nicht so gut oder ernst nehmen. So, meine lieben Freunde, schauen wir mal, wie das dann hier ausgehen dann wird gegen Saul Canelo Alvarez, den mexikanischen Gott im Boxen, würde ich mal behaupten jetzt. Drag back. Okay, alles klar. Drag back. Okay. Drag back. Alles klar, Drag back. Wir warten. Wir warten. Drag back, komm. Nope. Nein. Ryan Rhodes, mein lieber Freund. Der hat ja die Merkmale, wenn man kontert, aber dann bekommt mein Gegner 25% mehr Schaden. Aber wenn wir die Treffer auch bekommen und dann Gegner erwischt, dann bekommen wir auch 25% mehr Schaden. Bedeutet also, ein wichtiger Nachteil ist es dann hat hier für uns. Der versucht zu treffen die ganze Zeit. Ja, dann auch. No, no, no. Leute, ich gebe euch mal einen Tipp. Lasst den Gegner kommen. Geht nicht auf ihn drauf. Das ist mein Tipp. Das ist viel einfacher, ist zu kontern als. Natürlich, wenn ihr seht, dass der Gegner dann auch nichts tut, dann natürlich geht er drauf. Ich kann ja beide Sachen dann spielen. Das ist ja aber für mich, ich bin ja so ein abwartender Typ, also Distanzboxer eher. Deswegen passt normalerweise Ryan Rhodes zu mir gar nicht. Weil das ein Boxer-Puncher ist, aus der Distanz nicht kämpfen kann. Er sich, kann sich zwar richtig mal ein bisschen gut bewegen. Aber sonst, okay. Seht ihr? Hoppa, das hat mich gut erwischt. Okay, 2 Sekunden. Nein. Und die Runde würde ich mal behaupten, geht an uns.
Also schon mal GG jetzt schon mal an einen Gegner, der weiß, was zu tun ist, auch wenn er Level dann 5 ist. Er versucht zu kämpfen, versucht zu boxen, das ist schon mal gut. Aber wir haben die 2 jetzt Jab und gerade erwischt. Wir versuchen mit Konter. Nein, dann muss 2 links, rechts verpasst. Und hier auch. Bewegen ist das A und O. Nochmal. Jabes. Körper. Nochmal. Da erwischt er uns auch. Gut. Hoppala. Schnell. Lasst euch in Canelo nicht täuschen, meine lieben Freunde. Nope. So nicht. Okay. Wir lassen das nicht zu, mein Freund. Du kannst dich drehen, so viel du willst, aber wir sind da, wir warten. Dankeschön. Und dann nochmal. Oh, da hat er einen Katalyten, Canelo. Sein rechtes Auge. Und da müssen wir jetzt rausschlagen. Sag ich euch, wenn ihr sowas dann, wenn das Spielraum mal rauskommt und ihr PC jetzt habt und drauf spielt, haut auf den Cut. Hoppala, seht ihr das? Er ist so stark, Alter. Ne? Haut auf seinem Cut drauf, weil wenn ihr je mehr drauf haut, desto mehr öffnet sich logischerweise auch in Real Life. Und dann wird der Ringrichter einmal den Kampf stoppen, das angucken und beim zweiten oder dritten Mal bricht der Kampf ab. Egal, ob ihr nach Punkten verliert oder solche Sachen. Meine lieben Freunde, sowas nutzt bitte sowas aus. Und jetzt seht ihr das, was ich gemeint habe mit seinem Merkmal 25% Schaden. Er verfällt nicht Konter, dann bekommt er sofort einen Cut. Okay, der versucht es immer mit Jab, obwohl der Canelo hat ein Merkmal, Leberfetzer mit einem linken Hand. Da bekommt der Gegner, wenn er mich gut trifft, 15% mehr Schaden kriegt er. Seht ihr? Er kann versuchen, das zu machen, was er möchte, aber wir sind gut dran. Kann gut, dass die Runde zweite Runde an ihn geht, aber schauen wir mal weiter. Spannender Kampf. Seht ihr einen Cut, wie offen er ist? Jetzt versuchen wir mal drauf zu machen. Drauf zu ballern. Oh, ich habe einen Augencut. Hoppala, habe ich gar nicht gesehen, oder? Nach der dritten Runde, nach der siebten Runde und neunten Runde sind die Scorecards, wenn die Scorecards angezeigt. Er hat sich Augencut. Nein, rechts und er hat auch rechts. Beide. Was ein Fight, mein Lieber. Seht ihr, die zweite Runde. Habe ich euch gesagt, die zweite Runde? Nein. Falsche Runde, Entschuldigung, Leute. Habe ich gewonnen? Die dritte hat er gewonnen, okay? Wir werden nicht aufgeben, wie man never give up, meine lieben Freunde. Steht auf meinem Kanal drauf. NGU never give up. Okay. Wir werden kontern. Wir werden versuchen, unser Spiel aufzuziehen. Wir fighten. Hätte ich einen anderen Fighter, wäre der Kampf ganz anders, wenn jede Runde für mich dann ausgehen. Wir warten dann hier auf kontern das Ganze. No power in those punches. Wir hatten uns. Dankeschön. Another scoring shot there. Nein. Das war auch nicht. Wir lassen den mal kämpfen. Leute, nochmal, wie ganz, ganz wichtig, Geduld ist das A und O wirklich im Spiel. Bitte, habt Geduld, okay? Habt Geduld, wenn ihr keine Geduld habt und Kämpfe gehen auch oft, was heißt oft, je nachdem, wie man dann fightet, gehen auch in 3 Runden, was rede ich denn, wir gehen auch 12 Runden dann mal. Und nachher einfach mal geduldig bleiben. Canelo ist brutal stark. Wir warten dann hier in die Mitte des Ringes. Einmal Konter. Der nutzt Canelo sein Potenzial überhaupt nicht aus. Canelo mit dem gerade Jab ist okay. Canelo ist ein Puncher. Du musst mehr richtigen Körper gehen. Leute, Canelo hat diesen Merkmal, habe ich euch erzählt. Leberfetzer mit seiner linken Hand, wenn er dich einmal fetzt. Zusätzlich zu den normalen Schaden bekommt der Gegner nochmal 15% mehr Schaden. Leberfetzer links und dann gleich rechts, links. Seine Haken sind brutal.
Brutal. Okay, jetzt haben wir, jetzt habt ihr gesehen, nicht vielleicht verpasst. Wir haben auch einen Cut, rechtes Auge. Und zwar haben wir, aktuell. Okay, werden wir sehen, nach dem Scorecard, wie das dann da steht. Wie das dann aussieht. Jetzt ein Schlückchen Kaffee zum Wohl auf euch, meine lieben Freunde. Ja. Hat unser 2 und der seine sieht auch nicht schlecht aus. Schau mal, Drag Back, mein lieber Freund. Drück mal auf Weiter. Und was die Scorecards dann sagen. Oh, ist eine 26 jetzt dazu, okay. Seine Siege, okay, oder was? Ja, seht ihr, wir führen. Wow, was ein Dings. Und Canelo. Okay. Got out of the way that right hook. You can tell he's stronger, but he's not faster. Opa. Correct me if I'm wrong, but when you're dealing with someone with so much speed, you've got to get your timing right. Und aufpassen. One punch KO ist da. Wie in real life. Oh mein Gott, oh mein Gott, aufpassen. This fight has a real good flow to it. Ja, come on. Okay, dann komm ich halt. Jab in this fight, you'll get knocked out. Er probiert jetzt eine andere Strategie, Leute. Er wartet, er will nicht so richtig mal kommen. Seht ihr, aber er muss nicht kommen. Ich komme dann. Und außerdem, ich führe und lasst euch nicht provozieren. Manche Gegner dann sehen, dass die 3 Runden nach den Scorecards gezeigt worden sind. Dass die führen und dann rennen die nur durch den Ring. Seht ihr das? Ich lasse ihn. Geht nicht auf ihn los, wartet ab, abwarten, geht vor allem geduldig. Geduldig ist eine Tugend, meine lieben Freunde. Und es geht ja weiter, Runde Nummer 8. Okay, mein lieber Freunde, Runde Nummer 9. Wie richtig K.O. zu schlagen, der verteidigt gut. Das muss man zulassen, trotz Level 5 ist er gut da oben. Okay, Rage Kid, seht ihr, das meine ich doch, also Geduld ist wichtig. Wer weiß, in die Scorecards, vielleicht hat er ein paar Runden gewonnen, vielleicht ein Flash-K.O., Blitz-K.O., Leute, das trifft. Deswegen arbeitet bis zum Schluss, wartet nicht, wartet einfach ab, bis zum Schluss kämpft, zieht euer Stil durch und außerdem ist es nur ein Game, von daher einfach chillig bleiben und danach versuchen. Was kann man nehmen? Ja, okay, der hat ja nur die... Erstens, erste Runde, dritte bekommt, der Rest damit dominiert. Dominiert, mein lieben Freunde, mit Ryan Rhodes. Es ist nicht schlecht, der Ryan Rhodes, aber gegen Canelo, und jetzt ein guter Fighter da wäre, ich hätte da keine Chance gegen ihn. Oder vielleicht doch, aber durch 12 Runden, Punkte, richtig noch, müsste ich mich noch mehr anstrengen und so weiter. Nicht, dass mir jetzt nicht angeschaut, definitiv. GG an den Gegner, ich will ihm gar nicht schlecht reden. Weiter so fighten, geduldig dann bleiben. Ihr seht ja hier, Auge rechts, hat er schon 2 Schnitte quasi, also noch mehr. Wenn es dann bis hier oben kommt, wenn rechts dann steht, bis die Farbe sich komplett dann aufgefüllt, dann ist es kritisch und das ist machbar, meine lieben Freunde. Ja, und dann hat er Schwellung bekommen, rechtes Auge, wir noch gar nichts da, ja, haben gewonnen, GG, prozentual sieht es dann auch. Ja, Rhodes, Dragback, weiter dann so und hat mir Spaß gemacht, den mal zu testen. Ich habe noch gar nicht mit ihm gespielt, nicht mal offline oder so, oder vielleicht doch einmal, aber ich erinnere mich gar nicht mehr. Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bleibt bitte gesund. Schaut mal auf meinen Twitch-Kanal NGU for Your Soul, meine lieben Freunde. Aktuell heißt der Kanal nach wie vor NGU for Your Soul. Wird in ein paar Tagen, ist es mir erlaubt, erst den Kanal umzubenennen in Be Ready for the Game, in meinen YouTube-Kanal. Es sind zwar verschiedene Logos, aber der Kanal wird genauso heißen wie Be Ready for the Game hier auf YouTube. Bleibt gesund. Bis dann. Euer Freund Be Ready for the Game.